Moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal Esteem53. Ja, ich dachte, ich hau noch mal eins hinterher hier mit Unboxing, damit das mit den Sammelkarten jetzt nicht so überhand nimmt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich muss tatsächlich eingestehen, mir fehlte noch eine Karte. Nur mal so als kleinen Spoiler. Welche das ist, das seht ihr dann. Das werde ich noch in einem der anderen Videos dann nachholen und dann gucken wir weiter. Ne? So, heute geht es um einen Brief, ja, aber keine Rechnung oder so. Ne? Also ist alles bezahlt, hoffe ich zumindest. Ja, und von daher kann das jetzt eigentlich nur noch besser werden. Ne? Ist auch ziemlich hart hier drin und dann wollen wir mal gucken. Ja? Also kurz und bündig, ne? Dauert nicht ganz so lange wie mit dem Paket. Und dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Und zwar können wir auch gleich rausholen, weil ja, der war hier schon kaputt. Und was soll ich sagen? Ein Garfield-Schlüsselanhänger. Ja, den Garfield-Schlüsselanhänger tatsächlich etwas größer hatte ich mir dann doch noch vorgestellt. Aber es ist okay. Ne? Ideal Standard, passt zu mir. Der einzige, der da fehlt, ist Pookie, ne? Sein Teddy. Ja, würde auch gut zu mir passen. Und ja, würde ich sagen, damit habe ich jetzt alles zusammen. Ne? Von hinten sieht der ja, ganz anders aus. Also hier so Blanko-Format. Und dann steht hier irgendwas mit Pava.allright reserved. Ja, dann habe ich hier hinten noch irgendwie so eine kleine Kuhle drin. Warum auch immer. Ja, Schlüsselring kennt jeder. Die Kette dazu kennt auch jeder. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den am Schlüsselbund dran mache. Eventuell dann vom Fahrzeug. Als wenn er nicht schon genug dran rumbaumeln würde. Ja, kann ich ja mal zeigen. Also da baumeln nun wirklich schon einiges rum. Da fällt Garfield dann auch nicht mehr auf. Ja. Ja, gut. Kurz und bündig, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Like, Abo und so weiter nicht vergessen. Und ja, die nächsten Videos werden früher oder später, ja, also deswegen jetzt schon an eine Mitgliedschaft denken. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr nichts mehr seht. Ja. Nein, ich bin dann noch aktiv. Aber nur noch für Kanalmitglieder. Ja? Weil irgendwo, ne, ich habe zwar Spaß an der Freude, aber irgendwo ist das Ding, ich mach mir viel Arbeit damit. Ja? Also ich habe viel Arbeit. Ne? Und ja, das ist dann auch immer nicht so einfach, ne? Das Video zu drehen und zu schneiden und so weiter. Ne? Und dann hochladen, da geht sehr viel Zeit bei drauf und irgendwo. Ja, möchte ich dafür nach Möglichkeit auch mal einen kleinen Obolus wenigstens sehen. Also, ne, also ihr könnt, glaube ich, zwischen drei Modelle oder so da wählen. Und ja, das meiste behält YouTube sowieso ein. Ne? Also, ich sag mal, wir von YouTube, also sprich, die das Ganze überhaupt hier alle am Leben halten, bekommen eigentlich fast nichts davon. Ja, also kaum der Rede wert. Aber es ist wenigstens eine kleine Anerkennung und ja, das wäre schön, wenn ihr daran denken würdet. Ne? Und ja, ansonsten bleibt uns wohl gesonnen und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video wieder. Also, danke fürs Zuschauen.